Ah, herrlich, diese Musik. Herrlich, Freunde. Herrlich. Sehr, sehr schön. Ich begrüße euch. Ich hatte Lust. Auf Witcher 3 hatte ich gestern schon. Und hatte es gestern auch schon mal angemacht. Gestern Abend mal angespielt und er gedacht, nee. Also, wenn musst du ein neues Spiel machen? Hatten wir natürlich schon mal. Ich weiß. Aber ich hab halt einfach Bock. So. Schauen wir mal.
Sehr schön. So. So. Ein neues Spiel. Neues Spiel Plus. Wenn du ein neues Spiel Plus wählst, spielst du diesen Modus einschließlich aller installierten Erweiterungen. Um mit diesem Modus zu beginnen, musst du deinen Spielstand laden, den du nach Abschluss des Hauptspiels angelegt hast. Ha. Vorne. Einfach, normal, schwer, unmöglich. Du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Spieler. Na dann. Aus. Aus. Thank you.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. So, ja, genau. Danke. Das soll eigentlich nicht sein, dass wenn ich hier raus tappe, dann dass da das Spiel pausiert. Ja, geht nicht. Okay. Gott, ist das schnell, Alter. Moment eben kurz. Lass mal hier kurz gucken. Die Maus ist viel zu schnell. Scheiße. Muss ich mal hier schnell eben. Ich glaube, ich hatte doch damals. Ich glaube, ich hatte doch damals irgendeine Einstellung extra für Witcher gemacht, wo die Maus langsamer war, weil das ist ja eine Katastrophe. Das hatte ich gestern schon gemerkt. Hätte ich natürlich vorher alles machen können. Ich weiß. Weil aktuell habe ich nämlich hier gerade das Problem. Jetzt. Jetzt haben wir es hier. Profile. Wieso habe ich denn hier Standardprofil? Ja. So, hier, warte mal. Witcher 3. Zack. So. Wie konnte ich das jetzt hier alles ändern? Ach Gott. Neues Headset, wie ich sehe. Gamepad regelt. Ha, was Gamepad? Wie Gamepad? Hm.
500. 500. Einzelne nur 300. 300. 300. Kann ich das hier mal bitte irgendwie... Ah, hier. DPI. Witcher 3. Na so, ein X-Wing. Ja, hab ich auch. Hier. Was ist er denn? Hier. Hab ich, aber was jetzt nicht unbedingt Madden ist oder so, spiele ich da nicht mit dem Controller. Ich kann da nicht Witcher mit dem Controller spielen. Hallo? Geht wohl los oder was? Ja, hier machen wir doch mal hier die 200 und hier machen wir die 300. Okay. Sehr schön. Und hier machen wir dann die 500. Sehr schön. Toll. Was es nicht alles gibt, Junge. So. Alles klar. Es ist dann halt aber auch in der Witcher-Einstellung echt ein Graus, hier irgendwie zu navigieren. Das sieht doch hier schon wesentlich ansprechender aus. Ich kann nicht ins Inventar, okay. So, wir brauchen natürlich jetzt hier erstmal den Schlüssel, ja. So. Ich habe auch gesehen, du hast 10 Monate lang schon ein Abo bei mir? Ist das dein Ernst? Also stimmt das? Oder war das nur irgendwie falsch? Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri. Wie höre ich mich eigentlich an? Ein bisschen dumpfer oder was? Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen vom Fußball vom Sonntag, aber nichtsdestoweniger. Dürfte doch da... Weil ich fand nämlich, dass ich jetzt in dem Anno... von heute Nachmittag die Praxis wohl der Theorie vor. Ein bisschen komisch klang. Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, so dumpf, dass irgendwie du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Das kann sie haben, jawohl. Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Fa.
Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Diesmal nicht. Glaub mir, du solltest Wesemir nicht warten lassen. Dass ich nur möchte ganz hab, ist, dachte ich mir, nö, das reicht. Ja, das stimmt, es geht viel davon an Twitch, ja. Hast du was zu sagen, junge Dame? Nee, eigentlich nicht. Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Ja, neues Headset. Was da hast du recht. Sollen wir erst aber es klingt anders, oder? Es halt ein bisschen mehr, oder wie sehe ich das? Anfangen. Ja, das machen wir mal. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Ein Möchtegern-Sub. Zieh das Schwert, Geralt. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ziele auf Wesemir und markiere ihn als Ziel. Wie soll ich denn das machen? Schnelle Hiebe. Ah, Y. 1, 2, 3. Und 1. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Zuschlagen, nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Nimm dies. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Was zum Kuckuck treibst du da? Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Ah.
hast. Ich glaube, ich übe morgen lieber mit Siri. Die ist eine größere Herausforderung. Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Konter! Schlag gegen Schlag! Stirb! Nimm die! Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt! Also Linksklick auch nicht? So, junge Dame, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Gwen an. Ciri, Gwen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Ohne das Quenzzeichen stünde ich jetzt in Flammen. Art, Geralt! Na los! Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt Art Zeit für Axi! Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Oh. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Hirden, jetzt! Zeig's ihr, Geralt! Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Schön. Jetzt ging dich mein Bester. Es ist nun mal Fakt, dass sich Twitch die Kohle ansackt und bei den Nichtpartnern mal Retalk. Ja, das stimmt. Von einem Sub sieht man nicht viel. Die Hälfte. Circa. Das reicht. Also von 5 Euro sind es. Wir leben weiter. Das stimmt allerdings, ja, da hast du wohl recht. Schon wieder so viel Frames ausgelassen, ja gut. Da ist die Internetverbindung wohl gerade nicht so die beste, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Stream weg schon wieder? Ich bin noch da. Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst.
Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein, kann man nicht so sagen. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Mein Upload schwankt. Meine Upload-Geschwindigkeit schwankt. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Seid ihr noch da? Ich hoffe. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Ja, du. Naja, und der Rest auch. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben. In bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Oh ja. Was habe ich denn jetzt gemacht? Schmeckt dir das, Silber? Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. So. Vogelschädel in schwarzem Kristall. Warum glaube ich, dass er Yen gehört?
Da unten brauche ich eine Bombe. Das ist halt immer noch so schnell, ne? Das ist unfassbar. Kann nicht langsamer machen. Jetzt, ja. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Hm. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Sehr schön, dann haben wir doch hier die erste Weggabelung schon erreicht, die erste, den ersten Wegpunkt. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Scheinbar. Sieht aus, als würde es ruckeln, ne? Habe ich so das Gefühl. Komm jetzt. Gehen wir? Aber es ruckelt nicht. Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Hauptsache Schnaps offen. Also entweder das kommt nur mir so vor, das ruckelt halt echt ein bisschen. Man mal hier.
Ah. Ja, gut. Da ist er. Der Arbeitsspeicher liegt natürlich bei... Angeblich 16 von 16 Gigabyte, ne? Ja, warte mal. Ach ne, dann nee. Quatsch. 7. Könnte es etwas besser sein, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Heya! Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Ist das so? Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Ich weiß, was ich weiß. Verschwunden. Elsa zieht sich die Schmerzen an. So ist es gut. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Tja, Krieg verloren, ne? Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Server ist in Frankfurt. CBR 6000, Keyframe 2, Preset Quality. Ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz. Drückt in 30 Sekunden mal bitte F5. Ich bin sofort wieder da.